müssen noch den Schielmann, hieß er, glaube ich, ne? Den guten Schielmann befragen, den alten Chemiker. Wir sind im berühmten Westgate-Gefängnis. Eine der ältesten und sichersten Haftanstalten im ganzen Königreich. Ich habe gehört, dass es bald abgerissen werden soll. Finden Sie es nicht merkwürdig, dass hier immer noch gefährliche Kriminelle wie Hans Schielmann untergebracht sind? Nicht unbedingt, Watson. Der Name des Gefängnisses steht im Zusammenhang mit zahlreichen fehlgeschlagenen Ausbruchsversuchen. Solange dieses Gefängnis noch steht, werden Kriminelle es fürchten. Ah ja, okay. Oh. Guten Morgen, Gentlemen. Sind Sie angemeldet? Nein, aber wir würden gerne einen Ihrer Gefangenen besuchen, Hans Schielmann. Das ist im Moment leider nicht möglich. Der Zutritt zu den Zellen unterliegt strikten Kontrollen. Ohne die Erlaubnis des Direktors darf niemand dorthin. Wären Sie dann so gut und würden dem Direktor mitteilen, dass wir hier sind? Mein Name ist Sherlock Holmes und das ist Dr. Watson. Die berühmten Herren Holmes und Watson. Es ist mir eine Ehre. Ich heiße Brighton, Frank Brighton. Leider kann ich Sie nicht ankündigen, weil ich meinen Posten unter keinen Umständen verlassen darf. Aber ich bin mir sicher, dass der Direktor Sie auch so empfangen wird. Sehen Sie den Korridor hinter der Rezeption? Gehen Sie bis zum Büro der Sekretärin. Dort finden Sie den Direktor. Danke, werter Brighton. Eine Sache noch. Hat Hans Schielmann in der letzten Zeit Besucher empfangen? Nein, und da bin ich mir sicher, weil ich seit einigen Wochen für die Gefangenenbesuche zuständig bin. Ich habe mich freiwillig für diese Aufgabe gemeldet, weil es auf diesem Posten sehr gemächlich zugeht. Viele Besucher kommen nicht, also habe ich genug Zeit zum Schreiben. So wie Sie, Dr. Watson. Ich liebe Literatur und Sehr gut, danke. Das war sehr unhöflich, Holmes. Dieser Mann bewundert unsere Arbeit. Sie hätten ihm doch ein andermal. Machen wir jetzt dem Gefängnisdirektor unsere Aufwartung. Das machen wir doch. Automatisches Speichern geht gut. Jawohl. Nice. Hier haben wir eine Lupe. Okay, warte, Moment. Was sagt er da? Das ist der Ausgang, den manch einer hier wohl nicht mehr zu Gesicht bekommen wird. Oh, die alten Schwerverbrecher hier. Oh, er ist traurig. Ach nee, der schreibt. Wir können ja jetzt einfach so zum Schielmann gehen. Juckt doch keinen. Das ist der Eingang zu den Zellen der gewöhnlichen Gefangenen. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Ja, die sind uns auch zu gewöhnlich. Was sollen wir mit gewöhnlichen Gefangenen? Läufst du jetzt mal wieder? Watson, aus dem Weg. Die sind uns auf jeden Fall zu gewöhnlich. Und hier geht's so. Dieses massive Tor führt in den Hochsicherheitstrakt, wo die gefährlichsten Häftlinge untergebracht sind. Nehmen wir. Lässt sich nicht öffnen. Natürlich nicht. Brauchst einen Schlüssel. Hast du einen Schlüssel? Nein. Watson, vorsichtig. Was haben wir hier? Ein Raum für Putzutensilien, gemeinhin bekannt als Besenkammer. Für uns nicht von Belang. Was sagst du so? Stell dir mal vor, da ist irgendwas Wichtiges drin, was den Fall löst. Tut mir leid, aber ohne Besucherpass dürfen Sie sich hier nicht aufhalten. Bitte gehen Sie. Oh, Entschuldigung. Wir müssen mit dem Gefängnis direkt... Ja, klasse kombiniert, Watson. Ich wollte doch trotzdem mal gucken. Lässt sich auch nicht öffnen. Lässt sich nicht. Natürlich nicht. Abgeschlossen. Ich spüre einen Luftzug. Dahinter muss der Gefängnishof sein. Okay, das heißt, das ist relevant. Wofür später? Lässt sich nicht öffnen. Das ist nicht relevant. Was haben wir hier? Lässt sich nicht öffnen. Der Umkleideraum für die Gefängnismitarbeiter. Ja, machen wir doch ein bisschen hier Verkleidung. Verkleidungs-Action. Lässt sich nicht. Ja, komm, hör auf. Der Aufbewahrungsraum. Hier werden die Habseligkeiten der Häftlinge gelagert. Ja, da müssen wir auch rein. Lässt sich nicht. Ach, Mann. So. Gehen wir ins Sekretariat. Lässt sich öffnen. Ahem.
Guten Morgen, Miss. Oh, entschuldigen Sie, ich muss eingenickt sein. Guten Morgen, Gentlemen. Was kann ich für Sie tun? Ich heiße Sherlock Holmes und das ist Dr. Watson. Wir würden gerne mit dem Direktor sprechen. Ich gehe mal eben zu ihm und frage nach, ob er Sie empfangen kann. Müde, blass und verkrampft. Ich glaube, diese junge Lady ist in freudiger Erwartung eines besonderen Ereignisses. Scheint so. Wir sind ja auch hier. Ist das nicht freudig genug? Diese kleine Ablage ist für dringende Mitteilungen, die sofort dem Direktor überbracht werden müssen. Was sollen wir als nächstes? Watson, misch dich nicht ein. Heißer Tee. Das hast du wieder von da hinten gesehen. Du bist echt krass unterwegs, ey. Diese reizende Sekretärin heißt Penny. Miss Jenny Patterson. Jenny, Penny. Naja, läuft, ey. Jenny, die Gute. So, was sollen wir denn jetzt hier machen? Den Tee kalt werden lassen? Ja, wir gehen wieder. Komm, Watson. Wir können echt wieder gehen. Aber das ist doch nicht die Aufgabe, oder? Das Büro des Direktors, Mr. P. Patterson. Es gibt keinen Grund reinzuplatzen. Merkwürdig. Der Direktor und die Sekretärin haben den gleichen Nachnamen. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Holmes. Ich bin Paul Patterson, der Direktor dieser Einrichtung. Sie wollten mich sprechen? Ich hoffe, dieser unerwartete Besuch bringt keine schlechten Neuigkeiten mit sich. Auf keinen Fall. Nein, seien Sie unbesorgt. Allerdings ermitteln wir in einem Fall von größter Wichtigkeit. Ein Fall, der möglicherweise die Sicherheit des Königreichs gefährdet. Deswegen ist es unerlässlich, einen Ihrer Gefangenen zu befragen. Hans Schielmann. Hans, den Rattentöter? Er sitzt schon eine ganze Weile hier ein und hatte keinen Kontakt zur Außenwelt. Wie könnte er in solch eine Sache verwickelt sein? Das ist es, was wir herausfinden wollen. Handeln Sie im Auftrag von Scotland Yard? Ja. Sieht ganz so aus. Besucherpass. Wir haben keinen Besucherpass. Nun gut, ich habe vollstes Vertrauen. Ach so, wir holen Sie, den von. Ja. Ich stelle Ihnen einen Besucherpass aus, den Sie bitte Wärter James in der Wachstube aushändigen. Ja, gut. Er wird Sie zu den Zellen weisen. Danke, guten James, Direktor. Den kenne ich doch. Halten Sie mich über den Fortschritt Ihrer Ermittlungen auf dem Laufenden. Und sollten Sie noch irgendetwas brauchen, zögern Sie nicht, es mich wissen zu lassen. Selbstverständlich, danke. Aber das muss ja auch noch irgendwie Familienbande. Miss Patterson, Sie haben denselben Nachnamen wie der Direktor. Sind Sie verwandt? Kommen Sie, Watson. Wer sich auch nur ein bisschen mit Anthropologie beschäftigt, erkennt die Ähnlichkeit zwischen dieser jungen Dame und ihrem Vater. Mr. Holmes hat recht, ich bin seine Tochter. Allerdings spricht er nicht gerne darüber. Vermutlich fürchtet er, der Vetternwirtschaft bezichtigt zu werden. Ich bin überzeugt davon, dass Ihre Qualitäten allein Sie in diese Position gebracht haben, Miss. Wie wäre es, wenn Sie Ihre Redekünste lieber im Gespräch mit dem Rattentöter unter Beweis stellen? Ja, Watson blüht aber immer auf, wenn so eine junge Lady da ist. Auf Wiedersehen, Miss. Auf Wiedersehen, Gentlemen. Sesam, öffne dich. Weiter. Weiter, immer weiter. Wir haben ja jetzt nur den Besucherpass und keinen Schlüssel. Das ist ärgerlich. Tut Hallo. Mir leid, aber ohne Besucherpass dürfen Sie sich hier nicht aufhalten. Ja, bitte gehen Sie. Och Mann. Hallo. Hallo. Tut mir leid, meine Herren. Ich kann Ihnen nicht helfen. Tut mir leid. Tut mir leid, meine. Tut mir leid. Ach, den soll ich jetzt so auswählen und dann da reinmarschieren, okay. Ah, Sie haben einen Besucherpass für den Hochsicherheitstrakt. Die Tür am Ende dieses Raumes. Sie dürfen passieren. Er kann in meine Tasche reinschauen. Unglaublicher Typ. Das ist Kaliumnitrat, nicht wahr? Ja, also Salpeter, sagen wir. Das ist nicht schlimm. Hier werden Besuche notiert. Aber können wir uns nicht anschauen. Schade. Die Informationstafel ist fast leer. Merkwürdig, wenn man bedenkt, wie geschäftig es in diesem Gefängnis zugeht. Sehr.
Oh, jetzt geht's los. Durchsuchung. Mein Name ist Peter James. Ich bin der leitende Wärter und das ist mein Stellvertreter O'Sullivan. Ich gehe mal davon aus, dass ich hinter diesen Gittern im Untergeschoss Hans Schielmann finde. Ja, die Zellen des Hochsicherheitstrakts befinden sich dort unten. Ist das der einzige Zugang dorthin? Ja, im Korridor gibt es zwar noch eine zweite Tür, aber die ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr benutzbar. Danke, Mr. James. Immer zu Diensten. Falls Sie mehr wissen wollen, hilft Ihnen Wärter McKenzie sicher gerne. Er ist auf seinem Posten im Untergeschoss. Der große Detektiv. Mr. Holmes, ich bin ein großer Bewunderer Ihrer Arbeit. Ich habe all Ihre Fälle mit größtem Interesse verfolgt. Was für ein Enthusiasmus. Haben Sie jemals daran gedacht, eine Laufbahn bei der Polizei einzuschlagen? Ob ich daran gedacht habe? Das ist mein Traum. Und ich werde mein Glück versuchen, sobald dieses Gefängnis geschlossen ist. Ich lerne schon eifrig für die Aufnahmeprüfung der Polizeischule. Das ist doch schön, die Gefangenen. Erzählen Sie mir von den Gefangenen hier, Wärter James. Es sind nur noch wenige. Wie Sie vielleicht wissen, sind die Tage dieses Gefängnisses gezählt. Deswegen werden keine neuen Häftlinge in diese Einrichtung überführt. Die Häftlinge, die noch hier sind, gehören zu den gefährlichsten Kriminellen Londons. Im Moment sind das drei. Hans, der Rattentöter, und die Gebrüder Flint. Die Gebrüder Flint? Ja, zwei geistig etwas minder bemittelte Spinner, die sich trotz ihrer Blutsbande nicht ausstehen können. Sie haben ihre Eltern ermordet und ihre Nachbarn enthauptet. 9 Polizisten waren erforderlich, um sie zu überwältigen. Sehr, sehr nette Information. Auf dem Anschlagbrett befinden sich keinerlei Informationen. Sollten hier nicht die Schichten stehen? Eigentlich schon, aber Miss Patterson hat den Wochenplan für die Wärter noch nicht aufgehängt. Sieht ihr gar nicht ähnlich. Normalerweise ist das das Erste, was sie am Morgen tut. Ohne neuen Schichtplan ist der Wärter im Untergeschoss auch noch für die nächste Woche diesem Posten zugeteilt. Ich würde den Schichtplan ja holen. Aber ich will nicht, dass mir dabei zufällig der Direktor über den Weg läuft. Er ist ziemlich streng und sieht es gar nicht gerne, wenn wir im Dienst unseren Posten verlassen. Außerdem bekäme dann seine Tochter Ärger. Das Verhältnis zwischen den beiden ist im Moment ein wenig angespannt und ich will die Sache nicht noch schlimmer machen. Warum? Warum können Sie ohne diesen Schichtplan nicht den Wärter im Untergeschoss auswechseln? Wegen dem Verriegelungsmechanismus der Türen, Mr. Holmes. Wie Sie sehen, sind sie mit einem mechanischen Zeitschloss versehen, das auf einen bestimmten Code reagiert. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, am Ende einer Schicht, werden die Türen automatisch verriegelt und der Code wird zurückgesetzt. Es ist dann also nicht möglich, die Türen ohne den neuen Code zu öffnen. Und wer hat den Code? Nur der Wärter, der die neue Schicht übernimmt. Nur er darf den Umschlag öffnen, in dem der Code aufbewahrt wird. Er lernt ihn auswendig und vernichtet den Zettel dann. Sehr clever. Allerdings stößt diese Vorgehensweise schnell an ihre Grenzen. Ein Fehler auf dem Zettel und das ganze System funktioniert nicht mehr. Ja, oder du vergisst ihn. Bis später, Mr. Holmes. So, Männer. Hat mich gefreut. Was? Bis später, Mr. Ja, da fehlt eine Waffe. Diese Waffen sind vermutlich sofort einsatzbereit, falls es zu einem Notfall kommt. Aber da fehlt eine. Schreiben sich hier die Gäste ein, die in diesem Etablissement absteigen? So, mit dir hatten wir schon, mit dir hatten wir auch schon. Hat mich Bis später, Mr. Holmes. Der ist manchmal dann zu schnell. Die Wachen müssen endlose Stunden hier verbringen. Oh, warte. Nicht, nein. Bleib hier oben. Das muss das Alarmsystem sein. Gut. Oh, die Info brauchen wir doch auch. Klopf, klopf. Der berüchtigte Hochsicherheitstrakt. Wärter McKenzie zu Diensten, Sir. Guten Morgen, Wärter. Ich habe einen Besucherpass, der es mir erlaubt, mit dem Gefangenen Hans Schielmann zu sprechen. Nun gut, die Zelle hinten links. Ich rate Ihnen, in der Mitte des Korridors zu gehen. Okay, das... Hey, wenn du das sagst, werde ich mich bestimmt dran halten. Aber wir schauen uns das in der nächsten Folge an. Bis dahin.